In diesem Video wird der Frage nachgegangen, inwiefern biologische Faktoren wie das Gehirn, Gene und Hormone einen Einfluss auf unsere moralischen Entscheidungen haben. Der Lebenslauf des Eisenbahnarbeiters Phineas Gage gilt als ein Fallbeispiel dafür, dass Veränderungen im Gehirn zu psychischen, also geistigen und physischen, also körperlichen Auswirkungen führen können. Bei Bauarbeiten erlitt Phineas Gage durch einen Unfall, eine Eisenstange durchbohrte seinen Kopf und sein Stirnhirn, Frontalhirn wurde dabei schwerwiegend verletzt. Als Folge der Hirnverletzung kam es zu sozialen Störungen des Erlebens in Form überaus starker Impulsivität und Aggression und im Bereich des Verhaltens zu antisozialem Verhalten. Darüber hinaus kam es auch zu physischen Veränderungen, die unter anderem epileptische Anfälle herbeiführten und heute als Todesursache dieses Mannes gelten. Das geschilderte Fallbeispiel zeigt, dass biologische Faktoren einen enormen Einfluss auf die Psyche eines Menschen haben, da diese ja die biologische Grundlage unseres Erlebens und Verhaltens darstellen. Die moralische Entscheidungsfindung kann sehr gut anhand sogenannter ethischer Dilemma untersucht werden. Der Begriff ethisches Dilemma steht im Fall einer Situation mit moralischen Entscheidungsmöglichkeiten dafür, dass es sehr schwierig für das jeweilige Individuum ist, sich für eine der vorgegebenen Handlungsmöglichkeiten zu entscheiden. Ein in diesem Zusammenhang bekanntes Beispiel ist das sogenannte Trolley-Problem. Der Begriff Trolley kommt aus dem Englischen und bedeutet übersetzt Straßenbahn. In diesem Gedankenexperiment müssen sich die Probanden, also die Versuchsteilnehmer, eine Situation vorstellen, bei der eine außer Kontrolle geratene Straßenbahn droht, 5 Personen zu überfahren. Das Experiment wird in 2 Varianten durchgeführt, bei denen jeweils andere moralische Entscheidungssituationen den Probanden präsentiert werden. Nun zur ersten Variante. Durch Umstände einer Weiche können die Personen gerettet werden, während aber als Folge aus dieser Wahl jetzt ein anderer Mensch sterben muss, der sich auf dem anderen Gleis befindet. Mit der Berücksichtigung der Anzahl der Toten fällt den meisten Probanden die Entscheidungsfindung in dieser Variante relativ leicht. Es wird der Fall gewählt, wo weniger Menschen sterben müssen, beziehungsweise wo mehr Menschen gerettet werden können. Nun zur zweiten Variante. Die 5 Menschen können gerettet werden, indem diese eine Person selber von einer Brücke auf das Gleis stoßen müssen, um die Weiterfahrt der Straßenbahn beenden zu können. In dieser Variante gestaltet sich die Entscheidungsfindung für viele Teilnehmer als sehr schwer. Inwiefern hat dieses Trolley-Problem etwas mit dem Einfluss biologischer Faktoren auf die moralische Entscheidungsfindung zu tun? Menschen werden zur Lösung solcher ethischer Dilemma aufgefordert und dabei wird gleichzeitig das Gehirn untersucht, während die Personen dabei sind, sich mit diesen moralischen Problemen auseinanderzusetzen. Auf diesem Wege kann man feststellen, welche Gehirnregionen während des Versuchs besonders und welche weniger aktiv sind. Einige Forscherinnen und Forscher vertreten die Ansicht, dass die biologischen Voraussetzungen, wie beispielsweise das Gehirn, erst nach der Adoleszenz vollständig entwickelt sind und deshalb vorher die moralische Urteilsfähigkeit nur eingeschränkt ist. Die Phase der Adoleszenz, vom lateinischen adolescere, für Heranwachsen, erstreckt sich von der späten Kindheit bis zum Erwachsensein. Während dieser Zeit kommt es zu körperlichen, sozialen und emotionalen Reifungsprozessen. Zu dieser Zeit ist der Mensch, laut einigen Psychologinnen und Psychologen, nur eingeschränkt in der Lage, moralische Entscheidungen treffen zu können. Heute geht man davon aus, dass es im Gehirn kein einzelnes ethisches, moralisches Zentrum gibt, sondern ein Netzwerk von Hirnarealen, die in diesem Zusammenhang von Bedeutung sind. Zu diesem Netzwerk gehören unter anderem das Stirnhirn, Frontalhirn und die Amygdala, der sogenannte Mandelkern. Nun zum Stirnhirn, dem Frontalhirn.
Dieser Teil hat eine große Bedeutung für die Steuerung von Bewegungen, Charakter, Persönlichkeit und dem Sozialverhalten. Es können emotionale und rationale Regionen unterschieden werden. Emotionale Regionen dienen der Regelung von Gefühlen und der Beurteilung sozialer Situationen. Rationale Regionen dienen der rationalen Kontrolle und dem problemlösenden Denken. Nun zur Amygdala, dem Mandelkern. Die Amygdala ist unter anderem an der Entstehung einiger Gefühle beteiligt und mitverantwortlich für die emotionale Bewertung von Situationen und den zu erwartenden Folgen des eigenen Verhaltens. Darüber hinaus spielen auch Hormone eine bedeutsame Rolle. Hormone wie beispielsweise Serotonin und Oxytocin verstärken und vermindern die Wahrscheinlichkeit für bestimmte Verhaltensweisen. Oxytocin verstärkt unter anderem die Wahrscheinlichkeit prosozialen Verhaltens wie Empathie, Vertrauen und Bindung. Serotonin kann zur Neigung einer Ablehnung von sozial schädlichen Verhalten führen. Gene bzw. bestimmte Genvarianten haben in diesem Zusammenhang wiederum einen Einfluss auf das Ausmaß der Produktion bestimmter Hormone.